Morgen, Leute. Ich mache mich gerade fertig. Übrigens verstellt dieses Mikrofon auch extrem meine Stimme. Deshalb sorry, falls ich sehr dunkel klinge. Ich klinge in echt nicht so. Ich glaube, ich habe mich in meinen letzten Videos ein bisschen schwer getan, mit euch zu reden. Deshalb habe ich mehr so die Bilder für sich sprechen lassen und ich glaube, das hat euch auch gefallen. Aber ich hatte auch mal wieder Lust, einfach mit euch zu reden. Und gleichzeitig bin ich immer noch voll in diesem Wandlungsprozess momentan, dass ich auf jeden Fall achtsamer bin mit den Worten, die ich sage. Ich habe es mir als Aufgabe gemacht, langsamer zu leben und das beinhaltet alles in meinem Leben, wie ich spreche, wie ich mit meinen Freunden umgehe, wie ich mit Pablo umgehe, wie ich kreative Dinge angehe, Dinge, die mir Spaß machen, Uni, wie ich mit mir selber rede. Ja, ich rede mit mir selbst, aber so meinen inneren Monolog, weil ich bin vom Herzen ein sehr, sehr sarkastischer Mensch und ich würde es nicht anders wollen. Aber ich habe gemerkt, dass ich dadurch auch oft negativ sarkastisch über mich selber geredet habe oder über Leute in meinem Umfeld. Und es ist ganz normal, dass man mal schlecht über sich selbst denkt oder auch über seine Freunde, dass einen was aufregt. Ich möchte einfach, wie alles, Balance haben. Ich bin immer noch ich. Ich habe einfach und bin sehr viel am Arbeiten an mir selbst und möchte euch da auch irgendwie mitnehmen und das auch für mich festhalten. Und ansonsten ist, glaube ich, einfach das Motto meines Lebens momentan, langsam zu machen und mit dem Flow zu gehen, weil ich glaube, ich habe extrem lange mich gezwungen, in so eine Box zu passen, in die ich eigentlich überhaupt nicht gepasst habe. Aber ich glaube, ich habe für mich einfach entschieden, dass ich lieber so leben möchte, wie ich jetzt lebe. Ich will nicht sagen, dass ich den richtigen Weg lebe und ihr nicht, aber ich glaube, es ist einfach auch wichtig, meinen Weg zu akzeptieren und ich glaube, so bin ich auch mehr ich und wie ich wirklich sein möchte und passe mich nicht der Gesellschaft an. Ich glaube, ich habe einfach gelernt, dass jeder Mensch sein eigenes Leben lebt und dass nicht jedes Leben so gelebt werden muss wie die Norm. Also ich liebe es, Neues zu lernen und ich liebe es auch zu studieren, aber ich brauche diese Freiheit. Ich studiere lieber von zu Hause oder mache Kurse online und teile mir das alles selber ein, weil sobald mir jemand Regeln gibt, das ist so eine bescheuerte Angewohnheit von mir, aber sobald mir jemand Regeln gibt, mein Sagittarius will das nicht und dann mache ich alles außer das. Und ich glaube, wir sollten einfach alle mehr Rücksicht aufeinander nehmen und anstelle immer so schnell über andere zu urteilen, einfach einen Schritt nach hinten zu gehen und sagen, okay, das ist deren Leben und das ist mein Leben und das ist okay und das ist gut so. Und deshalb ist der Flow meines Lebens und das Motto meines Lebens momentan einfach langsam zu leben. Ich glaube, seitdem ich das gemacht habe, bin ich erstmal viel mehr präsent im Moment, aber auch ich merke, dass mir das einfach gut tut, weil ich neige dazu, mein Kopf ist immer am Arbeiten. Und wenn ich einfach versuche, erstmal nachzudenken und dann zu reden, dann kommt auch nicht so viel Scheiße raus. Und eine Sache noch, ich glaube, es hat auch viel mit dem gesellschaftlichen Druck zu tun, den wir uns selbst aufliegen, aber durch halt unsere Gesellschaft auch bekommen von außen, ohne dass wir es richtig wollen. Wir leben halt in einer Welt, die immer mehr von uns verlangt und mit dem Flow zu gehen und einfach zu leben, ohne große Erwartungen zu haben, wird immer als was Unproduktives oder Schlechtes gesehen. Dem ist nicht so. Ich weiß, du sagst. Ich saß gerade so eine Stunde lang draußen in der Sonne und es ist so schön warm. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich langsam ein bisschen braun werde. Ich habe nämlich draußen an meinem Kurs gearbeitet. Ich mache momentan neben der Uni noch einen Kurs. Ich habe für mich, glaube ich, so entdeckt, dass diese ganzen Online-Kurse und allgemein so Online-Lernen in meinem eigenen Tempo mir einfach am meisten Spaß machen. Ja, da werde ich jetzt gleich noch ein bisschen weiter dran arbeiten und ich habe mir gerade noch meine Karaffe aufgefüllt. Ich werde einfach ein bisschen in der Sonne sitzen und das erledigen und dann muss ich auch noch für meine Uni ein Artist-Book kreieren. Ja, ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt erstmal um und gehen wieder in die Sonne. Übrigens liebe ich meine Kettenkombi. Ich trage momentan meinen Rosenquarz. Ich habe mir nämlich letztens in dem Laden, das hatte ich euch, glaube ich, in einem meiner letzten Videos gesagt, habe ich mir einen Rosenquarz und einen blauen Quarz geholt. Dabei Rosenquarz ist vor allem für Liebe und Balance. Genau, und dieser Elefant, da fragen mich auch immer so viele nach. Das war ein Geschenk von meiner Mama. Das ist eigentlich nur so ein kleiner Anhänger gewesen. Und ich habe mir dafür dann einfach so eine Kette geholt.
Und seitdem trage ich den wirklich jeden Tag. Ich liebe den. Und diese Kette hier ist eine kleine Tarotkarte. Die ist von TML by Tomorrowland. Ice cream, yeah. Mm-hmm. I agree. Oh, the caramel. Look at this cafe. Wir haben uns spontan oder mehr oder weniger spontan dazu entschieden, den The Provenzo Colorado. Da im Hintergrund sieht man es ein bisschen vielleicht. It's beautiful. I suppose it is worth 8 euros. A colony of ants, camouflaged to catch its prey. Pablo, where are you? Bye, guys! Wir sind wieder daheim. Ich habe mir kurz was Bequemes übergezogen, bevor ich jetzt gleich in die Dusche springe und mich abdusche und danach noch mein abendliches Yoga mache. Ich habe das ja am Anfang des Videos schon angesprochen, dass ich in den letzten Vlogs irgendwie nicht so richtig meine Stimme gefunden habe oder meine Art und Weise, mich richtig zu artikulieren. Und dann habe ich immer überdacht, so, ist das die Message, die ich wirklich an Leute raussenden will? Bin das wirklich ich? Und werden die Leute das verstehen? Und habe es einfach überdacht. Und dann ist mir aufgefallen, hey, das ist genau das, was ich nicht machen möchte, sondern ich möchte einfach teilen. Ja, ich glaube, ihr habt gemerkt, wie viel sich verändert hat und wie viel ich losgelassen habe. Und vor allem die letzten 4 Jahre waren extremes Chaos. Und unter meinen Freunden war das immer so ein Joke, dass bei mir im Leben wirklich nie Stillstand ist und immer irgendwas ist und immer irgendein Problem ist oder irgendwie eine krasse Neuigkeit. Und ich habe das irgendwann einfach akzeptiert. Und ich habe auch so akzeptiert, dass ich einfach wahrscheinlich dass ich einfach so bin. Und dadurch, dass ich das akzeptiert habe, dass Leute mich so sehen, habe ich mich selbst auch so gesehen und habe das halt so voll angezogen. Dann dieses Jahr im Laufe meiner Therapie ist mir dann erstmal aufgefallen, wie toxisch das eigentlich ist und wie sehr ich mich dadurch selber in so einen unsichtbaren Käfig packe, nicht zu wachsen und mein volles Potenzial zu entfachen. Und dadurch ist mir auch in den Kopf gekommen, wie viele Fehler ich im Leben gemacht habe. Und ihr könnt mir vertrauen, ich glaube, ich habe wahrscheinlich die meisten Fehler von allen in meinen Mitte 20ern, also bis jetzt in meinen Mitte 20ern gemacht. Sei es Beziehungen, die ich hatte oder keine Ahnung, was auch immer das war. Ich habe Menschen falsch behandelt, vor allem in meinen Beziehungen. Ich habe Liebe in den falschen Dingen gesucht. Ich hatte es auch in mehreren Videos ja auch schon angesprochen, immer mal wieder. Aber ich muss ehrlich sagen, ich wurde zum Schluss, war ich ein richtig toxischer Mensch, vor allem gegenüber meinem Partner. Das zu realisieren war nicht leicht. Und manchmal
ist da immer noch dieses Gefühl von Reue oder dieses Gefühl, dieses, ja, Reue oder Scham. Und ich glaube, das ist okay, solange ich das akzeptiere und sehe, aber darüber hinaus auch verstehe, dass das alles Lektionen sind, die ich wahrscheinlich im Leben gebraucht habe. Und vor allem, die mir aber auch meinen Weg geleitet haben. Denn hätte ich diese ganzen Sachen in den letzten 4 Jahren nicht erlebt und dann dieser krasse Wandel im letzten Jahr, hätte ich, glaube ich, wäre ich nicht hier, dann wäre ich niemals hierher gekommen, dann wäre ich niemals nach Nepal gegangen, dann wäre ich niemals alleine reisen gegangen und dann hätte ich niemals diese ganzen Eindrücke gesammelt, die ich über das letzte Jahr gesammelt habe, die mich letztendlich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin. Vielleicht ist das auch wichtig für alle, die da draußen sind, die sich wegen Sachen oder Fehler, die sie in ihrer Vergangenheit gemacht haben, stagnieren oder fühlen, als könnten sie das nie wieder wegmachen. Es geht nicht darum, die Fehler zu radieren und auszulöschen, sondern es geht vielmehr darum, die Fehler zu akzeptieren und aus diesen Fehlern zu lernen. Und das ist, was man aus diesen Fehlern macht und sie nicht wiederholt, was dem Leben Sinn und Zweck gibt. Und nur so kann man im Leben wachsen. Ich habe momentan einfach sehr viel Zeit, mich mit mir selbst, oder ich nehme mir vielmehr Bewusstsein, mich mit mir auseinanderzusetzen. Und das heißt, mit den guten Seiten, die ich an mir liebe, ich meine, ich liebe alles an mir, aber auch die Seiten, die ich ein bisschen versuche zu verdrängen oder über die letzten Jahre extrem verdrängt habe. Das ist auch keine Aufgabe, die man jetzt über Nacht mal sich denkt, okay, ich schreibe jetzt 3 Sachen auf, die ich an mir vielleicht nicht so gerne mag oder mit denen ich Probleme habe und schenke denen all meine Liebe und dann sind die Probleme weg. Ich wünschte, es wäre so. Ich habe es mir eingeredet, dass es so ist und dann realisiert, dass es nicht so ist. Sich bewusst zu werden, dass man vielleicht Fehler gemacht hat. Aber dass diese Fehler einen auch nicht ein Leben lang definieren werden, beziehungsweise nicht negativ definieren werden. Fehler sind da, um gemacht zu werden. Und um zu lernen und um zu wachsen. Und auch wenn ich mir das vielleicht selber manchmal ein bisschen einrede, bin ich doch der Meinung, dass das stimmt. Und dass es nicht nur ist, damit ich mein Ego füttern kann. Ich versuche nämlich außerdem momentan zu erkennen, was ego-geleitete Gedanken sind und was wirklich mein wahres Ich ist. Weil ich auch der Meinung war, dass ich oder Meinung bin, dass ich die letzten 4 Jahre extrem von meinem Ego geprägt war und deshalb auch extrem viele Dinge gekauft habe, die mir materialistischen Status geben oder Status allgemein geben. Und jetzt habe ich so realisiert, oh, das war gar nicht richtig ich, sondern das war mein Ego, was ich gefüttert habe und was dann einfach überhand genommen hat. Es gibt dazu auch ein sehr interessantes Buch, Vom Ego zum Selbst, meine ich, heißt das. Ich verlinke euch das hier mal, das ist voll viel Information jetzt auf einmal. Aber ich habe letztens Trauma-Releasing-Yoga ausprobiert und oh mein Gott, ich habe, glaube ich, 1 Stunde lang auf dem Boden gelegt und einfach geweint. Und ich wusste nicht mal jetzt genau, weshalb ich weine. Ich wusste aber, ich muss es gerade alles rauslassen. Und danach habe ich mich so befreit gefühlt. Ich kann euch auch gerne mal das Video davon verlinken. Das ist nämlich von einer YouTuberin oder einer Yoga-Lehrerin, die heißt The Black Yogi, wenn ich mich nicht irre. Und ich liebe ihre Flows, die sie macht. Deshalb, ja,